Hey Freunde und herzlich willkommen zur 11. Etappe der Tour de France 2022. Nach dem ja leider gestrigen kurzen Upload aufgrund des fehlenden Videomaterials will ich mich nochmal entschuldigen, aber heute wird es auf jeden Fall richtig abgehen. Es geht rauf erst einmal auf den Col du Galibier und dann Col du Granon. Das wird auf jeden Fall eine der hauptkrassesten Etappen mit wahrscheinlich guten Zeitabständen und sehr schwierig für uns mit Vlasov. Wir wollen den dritten Platz halten. Podiumsplatz ist gerade mein momentanes Ziel, das ich mit Vlasov anpeile, und ich hoffe, dass einfach alles heute klappt und nichts schief geht und wir das irgendwie genauso halten können. Let's go! Und wir befinden uns gerade in einer Ausreißergruppe, würde ich mal schon so sagen. Ob sie durchkommen wird, ist die andere Frage. Wir sind mit Mallen und Schachmann da drin vertreten, aber es sind halt auch Fahrer wie Adam Yates, David Gaudu, Jean Martin, Kenny Elissonde und so weiter dabei. Ich weiß nicht, ob diese Gruppe tatsächlich fahren gelassen wird. Ich müsste mal eben gucken. Im Klassement. Wo sind die Leute? Oder ich kann hier mal vielleicht auswählen. Wir haben Gaudu. Absolut weit hinten. Aber eben ein Fahrer, der das Ding heute locker gewinnen kann. Martin ist auch weit hinten. Valens, naja, immerhin 16. der Gesamtwertung. Und wir haben Adam Yates, 26. aber mit 16 Minuten Abstand. Das heißt auch, da eigentlich. Ja, okay. Wir brauchen nicht mehr länger drüber zu reden. Die werden eingeholt. Aber jemand, der die Etappe auch aus dem Hauptfeld raus locker gewinnen könnte. Also, in dem Sinne. Werden sie doch fahren gelassen? Es sieht fast doch so aus, als würden sie fahren gelassen. Ja, wird schwierig mit Stachmann dann. Ist natürlich ein super starker Fahrer, den ich auch noch mit reinbekommen habe in diese Gruppe. Aber gegen den Adam Yates und den David Gaudu wird er wahrscheinlich dann doch das Nachsehen haben. Muss ich leider sagen. Und natürlich ein bisschen schade, dass er dann halt als Helfer nicht dabei ist für Vlasov. Allerdings auf der anderen Seite wiederum. Könnte er dann auch eben als diese, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man das nennt, diese Funktion, wenn, also wenn Vlasov dann halt irgendwie fährt und halt keinen Helfer mehr hat, dass dann Schachmann quasi ihn noch unterstützen kann. Da gibt es irgendwie noch einen Fachbegriff für, der mir gerade nicht einfällt. Dafür könnte es vielleicht noch praktisch sein. Müssen wir mal schauen. Jetzt sieht so aus, als würden noch mehr Leute in diese Ausreißergruppe reinkommen. Sam Bennett habe ich nicht reingeschaut, der war ganz am Ende des Feldes. Das hat leider nicht funktioniert. Was wir natürlich auch versuchen könnten, ist mit Schachmann Punkte fürs Bergtrikot zu holen. Wir haben heute hier eine 2er, 1er und eine HC-Kategorie. Und hier dann, glaube ich, auch nochmal. Das ist auch nochmal. Ja, auch HC. Also, da ist auf jeden Fall ordentlich was zu holen. Pinot haben wir auch jetzt noch in Isagir, Jack Haig. Also, das ist. Das ist eine richtig, richtig, richtig starke Gruppe. Ja, was vielleicht auch mitunter daran liegt, dass wir natürlich ja, einfach schon so große Zeitabstände haben. Gaudu ist erster der Bergwertung mit 20 Punkten Vorsprung bereits. Das ist natürlich schwierig, dem das jetzt noch irgendwie strittig zu machen, actually, wenn der noch mit in der Gruppe ist und halt schon mit 20 Punkten halt führt. Ich könnte es natürlich trotzdem versuchen. Wir haben hier noch. Castroviejo ist Schulz und Vogelsang. Eieiei, das ist wirklich eine bockstarke Gruppe. Das muss man einfach sagen. Ich kann sagen, ich mache mit Mallen so ein bisschen die Arbeit und mit Schachmann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus. Ich denke, das ist sinnvoller. Ich hoffe, dass auch da die diesjährige KI von Pro Cycling Manager damit gut umgehen kann. Und dass Malen hier nicht zu viel Energie bei aufwendet, aber ich hoffe ja, das sollte irgendwie noch einigermaßen sich im Rahmen befinden. Ich glaube, ich kann ihn auch wieder runterschalten. Und es geht hoch in den ersten Anstieg und ich bin hier mit Ach und Krach, achtfacher Geschwindigkeit reingestartet. Wie gesagt, ich weiß nicht, soll ich für die Bergwertung gehen? Das wäre natürlich jetzt schon eine Sache, wofür ich mich wirklich entscheiden müsste. Entweder gehe ich dafür oder ich lasse es halt bleiben und spare mir eine Körner und versuche es halt irgendwie mit einem Etappensieg oder eben am Ende, um
ja, für Vlasov nochmal diese Station zu sein, um nochmal den Berg noch ein paar Kilometer vielleicht gut zu machen mit Schachmann. Aber ich glaube, ich habe einfach Bock, diese Bergwertung mitzugehen. Ich glaube, ich habe Bock drauf. Und ich habe hier Gaudi im Blick. Es sind noch ein paar Kilometer. Es sollte 1,2 oder sowas, da soll es vielleicht losgehen. Oh, jetzt. Habe ich nicht mehr so die geile Position. Vielleicht. Oh, ich war ein bisschen spät. Ja, und ich komme nicht vorbei. Ich komme halt nicht vorbei, wie viele Leute halt für diesen für diese Bergwertung. Ja, Ryan Mullen. Gut. Ich würde mal sagen, ihr beiden, so, bei dem guten von Poppe hatte ich schon das automatisch eingestellt und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird eine interessante Etappe. Van Poppel und Sam Bennett sind schon aus dem Hauptfeld rausgefallen. Ah, guck mal, wo Caleb Ewan ist. Ich denke, ich hoffe vielleicht, dass Caleb Ewan nochmal das ein oder andere Mal Probleme haben wird. Gerade mit seinem 56er Bergwert. Ja, Vlasov, man sieht auch jetzt hier schon die Angeschlagenheit. Und es ist noch relativ früh in der Etappe. Und Ryan Mullen ist auch schon zurückgefallen ins Hauptfeld. Konnte hier nicht mithalten. Und ja, Schachmann hat auch schon einiges vom gelben Balken verloren. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die Bergwertung so 100% mitgehen sollen. Vielleicht gehen wir einfach mit an Attacken mit am Berg. Aber halt eben nicht dafür, dass wir wirklich selber angreifen. Also quasi, dass wir nur folgen, damit wir auch nicht aus der Gruppe rausfallen. Und vielleicht nochmal ein paar Punkte so mitsammeln. Aber jetzt nicht, dass das unser Hauptziel ist da jetzt heute die Bergwertung irgendwie zu gewinnen. Und guckt euch halt mal den. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das sieht alles gar nicht so gut aus. Wir haben Pollitt schon verloren. Das hatte ich gerade gar nicht mal so ein Augenmerk drauf, aber das ist natürlich auch fast schon zu erwarten gewesen. Wir haben nur noch Kemner und Konrad übrig und Schachmann halt hier vorne, der wie gesagt schon viel gelben Balken verloren hat. Und ich bin gerade. Ich falle hier ein paar Positionen so zurück, das gefällt mir nicht so sehr. Jetzt haben wir den Angriff. Ich glaube, ich kann auch hinter Pinot hergehen. Oder hinter jetzt. Aber jetzt geht gerade nicht. Dann gehe ich hinter Pinot her. Ist nicht das schlechteste Hinterrad. Ja, okay. Doch, in dem Sinne, dass er halt eingeklemmt wurde. Ja, wie gesagt, also ich sprinte jetzt hier nicht selber mit, aber ich gehe halt einfach hinterher, dass ich mit in dieser ersten Gruppe bleibe, die einfach so stark ist. Toins, Haig, Paulus, die Kopfsteinpflaster-Etappe gewonnen, echt krass. Gaudu. Und Pinot und also ich bin immer noch wirklich erstaunt, wie krass doch diese Gruppe ist. Und wir haben jetzt und Kwiatkowski hier übrigens mit am Start. Das heißt, ja, Ineos kann jetzt ein bisschen Arbeit zu tun, würde ich behaupten. Ich werde mich da weiter so ein bisschen zurücklehnen, weil, also wie gesagt, also das ist jetzt nicht meine Aufgabe hier zu führen. Vor allem bei Rein Victorious hat auch noch zwei Leute mit drin und nicht zu vergessen, Groupama FDJ auch, und das sind zwei der krassesten Bergfahrer, die wir im Feld haben. Also insofern, ich lehne mich jetzt erstmal wieder zurück und wir sehen uns wahrscheinlich gleich bei der nächsten Bergwertung wieder. Und ich habe abgewartet, bis Gaudu wieder die Attacke startet und ich hänge mich direkt an sein Hinterrad. Und wir haben. Wen haben wir denn hier? Ach, Adam Yates! Hoppala! Vielleicht heute nicht so die Tagesform oder irgendwie komische Teamtaktik, ich weiß es nicht. Kwiatkowski lässt sich auch zurückfallen. Krass. Ja, ich glaube, wir müssen es auf schlechte Tagesform zurückführen. Ja, aber es wird hier wieder. Ich wollte gerade sagen, es wird für den für die Bergwertung losgesprintet. Übrigens eine wunderschöne
Map, würde ich mal behaupten. Das sieht ja übel gut aus hier, finde ich persönlich. Ja, und Gaudu, ich glaube, hat gerade aufgehört zu sprinten. Das heißt, wir werden aber wahrscheinlich auch ein bisschen geblockt, deswegen gehen wir einfach mal für die Attacke. Und ich muss gleich dringend dran denken, wenn ich hier an der Spitze bin, Wasser zu holen. Jetzt Wasser zu holen wäre halt doof, ne? Wegen Berg hoch und dann kommt er gar nicht mehr zurück. Muss ich gleich dran denken, wenn wir über die Spitze rüber sind. Mal gucken, was wir mit Schachmann holen können. Hier in dieser HC-Bergwertung, wir können sie, glaube ich, gewinnen. Wir können sie, glaube ich, gewinnen. Kann ich eigentlich auch hier jubeln? Ach, geil. Ich jubel für die Bergwertung. Ach, wie witzig. Habe ich letztens erst entdeckt, wie man das so machen kann mit den Tastenkürzeln. Falls jemanden das kurz interessiert. Wo stand das? Stand doch hier unten. Ja, genau hier. Siegersfeierlichkeiten. Ist ja witzig, dass man das auch bei Bergwertungen machen kann. Cool. Also Schachmann holt sich die HC-Bergwertung. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder zusammen in eine Gruppe. Also ich habe jetzt keinen Bock hier mit Paulus irgendwie davon zu fahren. Ich will lieber andere Arbeit machen lassen. Und gleich muss man gucken, ob ich jetzt mit Konrad oder Kemner dann was auch hingehe. Wenn wir hier über den Berg rüber sind. Ich kann jetzt schon. Konrad wird das schaffen. Ja, wahrscheinlich, weil wir ja E-Berg runterfahren. Das heißt, dann mache ich das kurz mal mit Konrad. Na, soll er wieder Vlasov schützen. Übrigens, Vlasov mittlerweile wieder sehr, sieht sehr, 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 sehr gut aus. Also die der gelbe Balken und so sieht stark aus. Und hier will keiner mal führen. Wir haben aber noch knapp 4 Minuten Vorsprung. Okay, jetzt glaube ich wieder doch ein bisschen. Kwiatkowski ist wieder zurück. Yates aber glaube ich nicht. Nee, Yates ist immer noch dieser Fahrer hier. Fragt mich nicht. Wie, was, wo. Und ja, das sieht gut aus. Kemner sehr stark noch dabei. Vlasov sehr stark dabei. Schachmann momentan auch ordentlich, würde ich behaupten. Wir haben Sam Bennett in A17. Immerhin noch 2 Minuten 44 vor der Gruppe um Calipun. Wer ist, Alter, in Längen alleine letzter. Aber das mit sogar einem 69er Bergwert, also gar nicht mal so der schlechteste. Eher so ein Petit halt mit dem, mit dem 55er Wert. Dann Kersbulk, ja, wie gesagt, das hier sind so die Gruppen und ich glaube, es könnte actually heute mit einem Zeitlimit für so einen Längen zum Beispiel richtig hart werden. Ist aber auch ein bisschen unübersichtlich hier, also ich meine, wie willst du das gut einsehen können? Ja. Ich würde sagen, wie gesagt, es sieht momentan ziemlich gut aus. Wir gucken einfach mal, was die Etappe noch so gibt. Wir haben 49 Fahrer im Hauptfeld. Let's go. Und wir haben direkt hier die ersten Attacken in diesem Berg hoch. Und ich glaube, wir müssen halt mitgehen. Ich habe ein bisschen verschlafen. Zum Glück nur ein bisschen. Ich hätte gerade fast schon wieder verhauen. So, ich hoffe, ich kriege das Hinterrad von Paulus. Ja, hat ein bisschen was gekostet, aber es geht noch. Adam, nee, es ist tatsächlich Kwiatkowski. Ich weiß nicht. Ich denke immer Adam Yates, aber irgendwie es scheint nicht sein Tag zu sein heute. Attacke wurde gestartet von Mator und dann Gaudu. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier wieder auf die Gesamtwertung. Übrigens, was fast entgangen ist, habe ich gerade erst gesehen, Schachmann natürlich auch auf dem 8. Platz der Gesamtwertung mit gerade mal 6 Minuten Abstand. Wird heute nicht in Gelb fahren können. Dafür ist der Abstand auf jeden Fall noch zu gering würde ich sagen. Allerdings könnte er, wenn die Gruppe heute durchkommt, vielleicht doch auf den einen oder anderen dieser Fahrer hier Zeit gut machen, vor allem weil Mathieu van der Poel wahrscheinlich es nicht schaffen wird, durchzuhalten diesen Berg. In Luzenko vielleicht eben auch nicht. Und dann vielleicht nochmal auf den Bade Martinez und dann sind wir schon in der Top 5. So. Also auf jeden Fall eine Possibility, heute 2 Leute in die Top 5 zu kriegen. Wenn es wirklich, wirklich gut läuft. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht so ganz sicher sagen. Und ja, bisher sieht es gut aus. Ich muss weiter halt hier auf Attacken 8 geben. Vlasov, wie gesagt, immer noch sehr, sehr stark. Ist auch hier an vorderer Stelle des Pelotons. Also, es wird nur ein bisschen schwierig, jetzt auf beide Fahrer Acht zu geben, beziehungsweise auf beide Gruppen. Es könnte so eine leichte Herausforderung geben. Und die Gruppen werden wieder zusammen treffen. Wir haben einen Angriff von Luzenko, Alaphilippe und Geraint Thomas. Spannend, aber nichts, dem ich eigentlich nachgehen will.
Ich würde auch einfach mit Einsatzbalken hochfahren. Ich habe keine Ahnung, wie man den einstellen soll. Also vielleicht, wenn ihr da irgendwie was wisst oder mal eine Schätzung reingeben konnte, das würde mir auf jeden Fall helfen. Aber ich muss, glaube ich, gerade erstmal so hochfahren, weil, wie gesagt, ich weiß sonst nicht, was ich da einstellen soll bei Einsatzbalken. Scheint aber an sich eine gute Taktik zu sein, einfach mit Einsatzbalken hochzufahren, einfach keine Attacke zu folgen, sondern einfach den eigenen Stiefel durchzufahren. Soll, glaube ich, ganz gut funktionieren und die Attacke ist zu weit vorne gewesen. Ich konnte der jetzt nicht mal wirklich folgen. Es sind wieder Matra und Gaudi. Ich könnte ja meinen Einsatzbalken mit Schachmann hochfahren. Vielleicht 70? Okay. Ich folge Pinot. Ich folge Pinot. Alles klar. Gehen wir auf die 65 jetzt. Hier, ich glaube, es sieht so aus, als würden die drei da wieder eingeholt werden. Schachmann arbeitet hier da auf hin, Gaudu und Mator einzufahren. 65 scheint vielleicht ein bisschen hoch, vor allem wenn ich jetzt so eine Attacke fahren wollen würde. Ich gehe mal wieder auf Position halten. Boah, die Straße ist auch ein bisschen eng, to be honest. Aber es geht gerade noch. Wir sind in keiner so schlechten Position. Wir müssen nur weiter aufpassen. Und vor allem, dass wir gleich mit also Konrad ablösen und Kemner die Arbeit errichten lassen. Und hier müssen wir weiter auf Attacken. Und es ist Jean Thomas, der im Hauptfeld wieder angreift. Es geht auf jeden Fall einiges ab und man muss hier echt auf der Hut sein, dass man irgendwie alles so ein bisschen mitbekommt. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist eine. Das ist echt schwer. Aber es sieht nicht schlecht aus für Schachmann. Also Schachmann, bei dem läuft's. Ich guck nochmal oben ins Hauptfeld rein und ja, das sieht nach wie vor ganz gut aus. Van der Poel ist noch mit dabei. Ich weiß nicht, wie lange er es noch schaffen will. Martinez greift an. Uiuiui. Greift sonst noch jemand an? Kein Pogacar, kein Roglic, kein Bardet. Dann lasse ich Martinez erstmal fahren. Wobei das doof ist, dass ausgerechnet er Thomas und Martinez. Und dann kommt noch ein Quintana hinterher. Jetzt auch nicht so das Problem für mich. Gleich muss Kemna das Ganze machen. Konrad ist aber noch dabei. Merkt schon, das ist wirklich bisher wahrscheinlich die spannendste Etappe. Ich weiß nicht, ob spannend das richtige Wort ist, aber so. Also es ist wirklich eine Etappe, wo ich sehr viel gerade managen muss gleichzeitig. Für mich natürlich ein bisschen herausfordernd. Ja, ich habe einen Blick auf Konrads Energie. Ich habe einen Blick drauf und das. Ja, noch ein paar Sekunden. Aber es wird gleich ziemlich schnell gehen, deswegen mache ich das jetzt schon mal. So, Martinez schließt zu dieser Gruppe auf. Das muss ich natürlich auch ein bisschen im Auge behalten. Van der Poel, ja, der sollte heute die Zeit verlieren. Martinez bei der Gruppe, das ist natürlich super doof. Das will ich eigentlich nicht. Aber der Abstand zwischen diesen beiden Gruppen ist auch mittlerweile ziemlich gering. Konrad ist, okay, gut. Dachte, der würde gerade noch im Weg stehen. Die Namen würden so ein bisschen übereinander gehen, aber alles gut. Waitkowski versucht nochmal die letzten Reserven auszupacken, um eben anzuschut. Das habe ich jetzt natürlich komplett verschlafen. Ja, super. Das ist natürlich sehr ärgerlich und jetzt muss ich meinen Stiefel einfach durchfahren, wahrscheinlich. Das ist das Beste. Ja, das ist richtig ärgerlich. Das habe ich komplett verschlafen. Bei all der Aufmerksamkeit und allem, was ich jetzt hier so gemacht habe über diese ganze Etappe, das habe ich jetzt natürlich verpasst. Das ist sehr ärgerlich. Es gibt schon mal für Kemner ein Energiegel, würde ich behaupten. Ich muss jetzt hier auch natürlich die ganze Arbeit machen. Das ist klar, das nimmt auch jetzt keiner ab in der Gruppe. Und ach du heiliges bisschen. Ich habe doch gerade das Hinterrad von Pogacar schon mal ausgewählt gehabt mit Schachmann. Und die gehen da weiter, es ist unglaublich.
Ja, wie gesagt, arbeiten muss ich hier jetzt auf jeden Fall nicht. Das ist auch klar. Und hier muss ich eigentlich arbeiten. Aber es scheint auch ja, schwierig zu sein. Ich bin gar nicht mal an der Spitze der Gruppe. Oh nein, das läuft jetzt gerade doch ein bisschen aus dem Ruder, bin ich ehrlich. Und wir werden mit Vlasov vermutlich ein bisschen Zeit verlieren, so wie es aussieht. Und es kommt nicht ernsthaft ein Angriff von Napoleon. Es war eine Tempoverschärfung. Aber es war kein Angriff. Und ja, mit Schachmann muss ich mich hier auch geschlagen geben. Ich werde nicht um die Etappe mitfahren. Das ist, glaube ich, auch eindeutig. Geh mal auf 70 ungefähr. Versuche mal so diesen Stiefel durchzufahren. Und hier dann mal mit 80. Wobei ich warte hier eigentlich lieber auf den auf Vlasov. Dass ich Vlasov noch schützen kann. Oder ich mach's so mal. Ich probiere es aus, ob. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Dass Schachmann das Tempo fährt. Ein Angriff? Nein. Das ist wieder nur eine komische Tempoverschärfung. So, ich hoffe, dass Schachmann irgendwie nochmal Vlasov hier dieses letzte Stück Berg langführen kann. Okay, es war doch irgendwie so ein bisschen so ein Ausritt. Ja, wie gesagt, werden leider nicht um die Etappe mitfahren können. Das ist klar. Aber ich immer. Oh, jo. Tatsächlich. Hallo? Ach, nein. Aha, ich habe das falsche Ding ausgewählt. Ah, und ich habe zu viel Energie mit Vlasov übrig. Das war wieder ein bisschen schlecht gemanagt, actually. Und ich komme auf jeden Fall mit Bardet rein. Und vielleicht sogar fast mit Roglic. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, das war ein schlechtes Energiemanagement. Actually mit Vlasov. Weil die sind komplett platt. Die sind komplett platt. Und ich hätte mit Vlasov da, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen können, actually. Aber ich bin froh darüber, dass es jetzt immerhin so gut war. Also Pogacar, Roglic, wie gesagt, nicht mehr meine Konkurrenten wirklich. Ich sag, die werden Platz 1 und 2 unter sich ausmachen. Wahrscheinlich ist klar, wer Platz 1 und wer Platz 2 wird. Aber dass ich zumindest aufs Podium komme. Uran, sehr viel Abstand schon. Ich komme vor Bardet rein, vor Mars. Perfekt. Und Schachmann ist auch sehr gut positioniert. Und guck mal, wo Van der Poel und Lutsenko sind. Also, if we are being honest, es ist gar nicht so schlecht gelaufen, wie ich zwischenzeitlich jetzt befürchtet hatte. Wir müssen natürlich gleich mal in die Gesamtwertung reinschauen, wie es dann tatsächlich aussieht. Aber wie gesagt, deutlich besser scheint es auszusehen, als ich das mal zwischendurch so gedacht hatte. Sabendit sollte auf jeden Fall noch in der Quarantänezeit drin gewesen sein. Caleb Ewan leider auch. Und selbst Petit, also hier, ich glaube, das wird so orange, wenn es halt nicht mehr reicht. Ja, okay. Pogacar gewinnt heute die Etappe. Natürlich stark gemacht. 1 Minute 3 vor Roglic, dann Roberto Uran 1 Minute 7, Vlasov 1:17 sogar vor Bardet mit Zeitabstand. Krass. Ja, haben wir Maas Teuns, Schachmann auf 8, super, super, super stark. Thomas auf 9 und Martinez auf 10. So, Gesamtwertung, ja, Pogacar, Roglic und ich bleibe Dritter, aber ja, ich muss ein bisschen auf Bardet aufpassen. Die Zeitabstände sind krank. Van der Poel noch auf 6, Lutsenko auf 7 und Schachmann auf 8. Gar nicht mal, ja, so gut. Also doch, das ist super, aber ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, so. Das wollte ich eigentlich sagen. Gaudí bleibt auf dem ersten Platz hier in der Bergwertung, aber Schachmann auch auf Platz 4 ist natürlich auch nicht schlecht. Da freue ich mich auch drüber. Dafür, dass ich ja eigentlich da nicht so wirklich die Ambition hatte. Ist das schon mal eine ganz nette Position. Und wir haben in der Punktewertung heute nichts erreicht. Aber Vlasov auf Platz 3, 2 Punkte vor Pogacar. Können wir vielleicht im Auge behalten. Wir haben Platz 2 und 3 in der Punktewertung. Nachwuchsfahrerwertung brauchen wir uns nicht anzuschauen. Teamwertung sind wir auf dem ersten. Super geil. Und so schaut's aus. In der Gesamtwertung. Ich hatte mir mehr erhofft, dass ich irgendwie heute auf Luzenko und Van der Poel mit Schachmann ein bisschen Pets gut machen kann. Bardet und Martinez war ja dann irgendwann abgeschrieben. Wir sind ja nicht mehr mit der Gruppe durchgekommen, die eigentlich super stark war.
Aber es wurde halt auch gut nachgeführt, scheinbar. Ja, interessant. Ineos Grenadiers, keine Ahnung, was die machen. Die haben einfach, also ich glaube, da kommt die KI auch gerade gar nicht mehr klar. Adam Yates hat übel viel Zeit hier verloren in dem Playthrough, deswegen. Ja, und Pogacar schon 3 Minuten auf Roglic. Ja, Vlasov hat immerhin knapp 2 Minuten, nicht ganz, auf Bardet. Das ist auch nicht schlecht, aber auch über 2 Minuten auf Roglic. Und wenn wir beim Zeitfahren sind, dann hat sich das auch gegessen. Also wie gesagt, Platz 1 und 2 bin ich nicht mal so wirklich dran interessiert, aber Platz 3, das ist gerade unser Ziel. Unser Ziel. ja, Punktewertung haben wir uns angeguckt, Bergwertung. Vlasov immer noch auf 11, aber keine Chance dann auch gegen Pogacar und Roglic in dem Ding. Also wenn dann Schachmann durch Ausreißversuche, ja, hier können wir vergessen, und das ist cool, das freut mich, und ich würde sagen, wir gucken uns eh nochmal das Profil der morgigen Etappe an. Es geht auf berühmten Alpe d'Huez, wieder eine HC-Wertung, cooler Anstieg, und ich würde sagen, nach wie vor, es bleibt dabei, unser Ziel, Podium. Ja, Fitness geht schon ein bisschen runter, aber egal. Wir haben noch einen Kemner, der noch ziemlich, ziemlich gut ist und eine richtig starke Hilfe für uns sein wird. Wir haben Schachmann, der überall irgendwie auch mit dabei ist. Ausreißer, Gesamtwertung, Bergwertung, irgendwie alles. Ich hoffe, dass ich vielleicht mit Sam Bennett mal ein bisschen weiter vorne im Feld bin, dass wir auch in die Ausreißergruppe kommen. Vielleicht um die Sprintwertung zu gewinnen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Erstmal über den ersten Berg. Wir sind wieder bei den Galibier. Interessanterweise, das war mir gar nicht bewusst. Das sind die Favoriten. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen. Bis dahin, macht's gut und bye bye.